119 zum Stadionvlog auswärts beim FC Augsburg. Absolut lächerliche, traurige, du kannst jegliches Wort suchen. Komplett Minusleistung. Zum Stadionvlog auswärts beim FC Augsburg. Und ja, kommen zum letzten Spiel, das war Leverkusen. Das war auch gleichermaßen wenig bis nichts. Eigentlich nur Negativschlagzeilen, verloren, quasi keine Torchancen gehabt. Weiß nicht, ob Leverkusen aus dem Spiel raus auch unbedingt noch das 1-0 hätte geschossen hätte. Hätte Castro nicht diesen Elfmeter verschuldet, wäre es vielleicht bei 0-0 geblieben, aber mein Gott. Gewonnen hat das Spiel auf jeden Fall nicht. Das Castro mit der roten Karte, richtig geile Aktion. Fehlt uns jetzt, wissen wir jetzt, bis quasi zum Rückspiel der Relegation dann. Das Hinspiel dürfte er nicht mehr machen, das Rückspiel schon, was er dann wahrscheinlich aber auch nicht machen wird. Wenn er jetzt 6 Wochen nicht spielt, dann wird er den nicht wieder in die Startformation packen. Das macht keinen Sinn. Genau, zum Leverkusen-Spiel habe ich glaube schon genug gesagt im letzten, oder nee, jetzt schon mittlerweile im vorletzten Video. Genau. Gegner heute, FC Augsburg. Oh, man hätte sagen können, boah, geil, wenn wir die heute besiegen, sind wir richtig dran. Sind wir aber nicht, weil die natürlich ums Verrecken, neuer Trainereffekt, in Frankfurt gewinnen mussten. Natürlich auch dem geschuldet, dass Frankfurt eine rote Karte hinterherlaufen musste. Weiß ich, warum die dann trotzdem verloren haben, was es soll. Jetzt gewinnt sie wieder gegen Benfica. Total unnötig, purer neuer Trainereffekt. Wir haben einen kleinen Rekord mit unseren Trainern. Irgendwie, ich glaube, drei Stück oder sowas. Ich meine, es waren Fee, Zorniger, noch wer sind rausgeflogen, nachdem sie gegen Augsburg verloren haben. Also sie wurden entlassen als Trainer. Da haben hingeschmissen wieder Fee damals, glaube ich. Und Augsburg auch ein Rekord. Es gab noch nie einen Trainer, der zwei Spiele, der direkt die ersten zwei Spiele, die er als neuer Trainer bei Augsburg macht, auch direkt gewonnen hat. Mal gucken, welcher Rekord heute bricht oder welcher sich heute weiterführt. Auf jeden Fall kommen die mit viel mehr positiven Wind zu uns und jeder Außenstehende wird jetzt bestimmt tippen, dass sie einfach nicht hoch oder so, aber stinknormal gewinnen werden. Ja, jetzt sind sie auch schon auf 7 Punkte weg. Mit unserem Torverhältnis müssen wir mal einen draufrechnen quasi, also 8 Punkte weg. Das heißt, jetzt, wenn wir heute gewinnen, bringt das nicht großartig viel. Schalke ist tatsächlich näher dran an uns. Haben wir eine höhere Chance gegen Schalke, noch kämpfen zu können am letzten Spieltag, wo auch schon direkt alle Auswärtskarten weg sind. Unfassbar. Um dann vielleicht auf Platz 15 zu rutschen, aber ich lade nicht mehr los, glaube ich. Ich glaube eher, dass wir auf Platz 16 bleiben. Auch wenn Nürnberg gerade ganz gut spielt, aber die haben einfach absolut Pech am Fuß. Das hat man schon gesehen gegen Schalke, wo sie gewinnen müssen. Die haben gerade das Pech, dass ein Absteiger hat. Genau, Prognose, deswegen auch, keine Ahnung, Tipp immer auf VfB. Ich weiß nicht, woher dieses bisschen Quäntchen Optimismus gerade kommen, was ich habe, wahrscheinlich einfach, weil ich mit nach Augsburg fahre und das einfach eine geile Aktion wird. Kurio angekündigt und so Sachen. Aber ich tippe einmal auf ein dreckiges 0-1 wie letzte Saison, als ich in Augsburg war. Was weiß ich, vielleicht führt sich der Rekord ja weiter, dass wir wieder ein Auswärtsspiel in Augsburg gewinnen und dass der Augsburg-Trainer nicht 2 Spiele am Stück gewinnt nach Amtseintritt. Aber ja, großer Optimismus ist eigentlich, wenn man alles so anguckt, nicht da. Aber wir müssen halt. Deswegen hofft man einfach irgendwie dran. Hofft man irgendwie, dass man da doch einen Sieg holt. Und dann mal, ja, viel Spaß mit dem Vlog. Yeah.
19 zum wohl geilsten Auswärtsspiel aller Zeiten. Ja, hier gibt es auch keine Unterteilung in Kategorien oder so, weil zum Beispiel sowas wie bester Spieler ist eh großartig, eh eigentlich nur hinfällig für das Spiel. Ja, absolut lächerliche, traurige, du kannst jegliches Wort suchen, komplett Minusleistung, komplett beschissen, unfassbar, sich von Augsburg 6-0 abfrühstücken zu lassen und das auch nur durch besten Spieler des Spiels vom VfB. Zielos, sonst hätten wir hier bestimmt auch schon zweistellig verlieren können. Unfassbar, was da abgegangen ist. Da hat der Trainer mit der Aufstellung mit den Auswechslung quasi gegen sich gespielt, das Team hat gegen den Trainer gespielt, das ist auch weg, der Weinzier, hat sich angekündigt, der nächste Trainer, der nach dem Augsburg-Spiel fliegt, nach Labbadia, Fee und Zorniger waren es, glaube ich. Jetzt haben wir Nico Willig, oder wie er heißt, unser 19-Trainer, ob der irgendwas bewirken kann, keine Ahnung, vielleicht bringen wir ein paar Junge mal rein, vielleicht darf da ein Dayaku wieder spielen oder ein Tommy oder sowas, was weiß ich, was das sich jetzt ändert bis Samstag gegen Gladbach. Unfassbar trauriges Spiel, man sollte eigentlich ganz ehrlich irgendwie einen Schadensersatz bringen für jeglichen Fan, der da hingeht. Gefahren ist. Weil an sich war der Support wieder unfassbar, was da für Megan Auswärtsfans da waren, auch über die Fans über VfB war total chillig, total cool, absolut empfehlenswert, total chillig. Und dann halt nach, gut, ab der Halbzeitpause war nicht mehr viel, da gab's sozusagen die Ansage, Jungs, können machen, was ihr wollt, aber wir gehen, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, war ja der Block dann quasi leer. Ja, kann man ihn ja auch nicht irgendwie böse nehmen, ist ja komplett gerechtfertigt, wir haben halt so ein bisschen hämisch mitgemacht, so einer geht noch rein, das war dann schon, ja, Galgenhumor war dann schon lustig. Dieses Ergebnis ist auch noch nicht irgendwie wirklich richtig beim Kopf angekommen, weil es einfach zu surreal ist, was da passiert ist. 6-0, unfassbar. Ja, gut, Nürnberg verliert weiterhin, die haben weiterhin anscheinend die Scheiße am Fuß, Schalke verliert weiterhin auch. Auch wenn nicht, wir dürfen eigentlich eh nicht mehr auf Schalke gucken, sind so weit weg. Außer wir holen jetzt alle 4 Spiele, alle 4 Siege, dann holen wir sie noch ein. Aber was weiß ich, was dann der Willig dafür Wunder mit dieser, wie es manche schon beschrieben haben auf Twitter und so weiter, wo ich mich ja gerne durchlese, dieser komplett kraftlosen, schlechten und untrainierbaren Mannschaft. Was das dann für ein Wunder sein müsste. Deswegen hoffen wir mal, dass Nürnberg weiter in die Scheiße am Fuß haben, wir vielleicht auch irgendwo einen Punkt holen oder irgendwo noch einen Sieg holen, damit wir wenigstens Relegation dann sicher haben. Und da ist es jetzt, stand jetzt gerade Paderborn, Hamburg kann da auch noch runterrutschen. Was haben wir da noch so rumlaufen? Union Berlin, wir haben noch Heidenheim, Holstein Kiel zusammen rumlaufen. Egal was da kommt, ist halt alles ein verdammt schwerer Brocken. Paderborn wäre natürlich noch ganz lustig, die alte Geschichte, wo wir dann damals Paderborn in die zweite Liga gekickt haben und gleichzeitig uns gerettet haben, letzter Spieltag in Paderborn. Mit dem Stevens. Da können wir jetzt um Kopf und Kragen reden. Wir werden wahrscheinlich den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen werden wir zuschauen. Denkt, zum Spiel kann sich jeder seine Meinung bilden. Oder gut, viele unterschiedliche Meinungen wird es da nicht geben. Wir werden uns zuschauen und bis zum nächsten Mal.